Oh, hallo meine Lieben, wir sind wieder. Ich mach mal das Licht an und dann geht es weiter. Ja, machen wir nochmal so. So, alles klar. Was zum? Anscheinend leistet die Allianz noch immer Widerstand. Diese Bahn führt ins Archiv. Wenn Cerberus das schafft, sind sie am letzten Sicherheitskontrollpunkt. Dann wollen wir genau dahin. Ja, gut. Schlecht, der Sturm verursacht Störungen. Ich habe nicht verstanden, James. Wiederholen Sie. Wie ist Ihre Position? Verdammt, diese Luftschleuse dürfte nicht offen sein. Sieht nicht so aus, als wäre sie gewaltsam geöffnet worden. Nein, Sie müssen die Sicherheitsprotokolle deaktivieren. Okay. Ist ja nicht sehr hübsch hier. Die Luft aus diesem Raum abgesaugt, als sie noch drin waren. Oh nein. Sie sind anscheinend bei dem Versuch gestorben, sich nach draußen zu kämpfen. Das ist brutal. Sogar für Cerberus-Verhältnisse. Wer zum Teufel ist die Frau, die meine Unterlagen durcheinander bringt? Dann tun wir das doch. Wenn die das nicht wollen, dann mache ich das erst recht. Okay, kein weiterer mehr da. Keiner. Aha. Alter. Der Unbekannte? Ja. Faszinierende Spezies, die Proteaner. Sie haben uns das alles hinterlassen, aber wir haben die Chance nicht genutzt. Die Allianz weiß seit mehr als 30 Jahren von den Archiven. Und was hat sie damit gemacht? Was wollen Sie? Was ich immer wollte. Die Daten dieser Artefakte sind der Schlüssel zur Lösung des Reaper-Problems. Ach, jetzt ist es das! Ihre Lösung kenne ich. Ihre Leute werden in Monster verwandelt. Oh nein. Sie werden verbessert. Verbessert? Das unterscheidet uns, Shepard. Wo Sie Vernichtung sehen, sehe ich Kontrolle. Die Macht der Reaper beherrschen und lenken. Stellen Sie sich vor, wie stark die Menschheit dann wäre, wenn wir sie kontrollieren. Hä? Sie übersehen die Gefahr. Die Menschheit braucht nicht, was sie anzubieten haben. Ich erwarte nicht, dass Sie es verstehen, Shepard. Und ich bitte sicher nicht um Ihr Einverständnis. Sie waren ein Werkzeug mit einem einzigen Zweck. Und dabei waren Sie erfolgreich. Aber wie bei den anderen Relikten hier, ist Ihre Zeit vorbei. Genug geredet. Liara. Mischen Sie sich nicht in meine Pläne, Shepard. Das ist meine letzte Warnung. Registriert. Shepard. Was? Die Daten sind nicht hier. Na super. Sie werden gelöscht. Leben Sie wohl, Shepard.
Verdammt! Wie macht er das? Jemand lädt die Informationen lokal hoch. Hey, weg von der Konsole! Das ist doch die! Los! Oh. Sie hat die Daten. Sie ist schneller, als sie aussieht. Dranbleiben, wir dürfen sie nicht verlieren. Ach, jetzt kommt der Sprint-Tutorial. Ey, leck mich doch. Alter! Hallo? Boah, das gehört wohl nicht zum Plot, oder? Dass ich die aufhalte. Sie entkommt! Ja, das muss. Ich war schneller als sie! Irgendwer. Ich hab den auf der Stelle so gemacht und wie das der Plot jetzt? Ui! Alter! Die beiden bitte nicht sterben? Scheiße. Hat sich ja voll gelohnt, treu zu bleiben. Befehle? Erledigen Sie. Wirklich klasse! Greifen Sie sich das Ding! Mitnehmen! Shepard, wir haben Reaper-Signaturen im Orbit! Hat sich voll gelohnt! Aber hey, dafür habe ich jetzt ein gutes Gewissen. Kann man da noch was tun? Ich glaube nicht. Der Befehl war ja eindeutig, ja? Kaidan braucht medizinische Hilfe. Wir müssen das Zollsystem verlassen. Ich weiß. Die Citadel ist unsere beste Option. Dort finden wir Hilfe. Sind doch zu retten! Citadel, Joker. Verstanden. Durchhalten, Kaidan.
Sehen Sie nach, was Sie und Edie von diesem Ding erfahren. Ich empfange über Sekundär-QVK ein Signal von der Erde. Ich glaube, es ist Admiral Hackett. Stellen Sie durch. Im Kommunikationsraum, Commander. Shepard, hören Sie mich? Commander! Edie, kriegen Sie das klarer? Ich tue mein Bestes. Waren Sie in den Archiven? Ja, war ich. Und der Unbekannte auch. Ich hatte Cerberus-Aktivität befürchtet. Haben Sie die Daten? Einen Großteil. Einiges hatte er bereits runtergeladen. Edie und Liara analysieren jetzt, was wir haben. Was haben Sie erfahren? War es die Mühe wert? Anscheinend handelt es sich um den Bauplan für ein proteanisches Gerät. Gerät? Eine Waffe, riesengroß und enorm mächtig, die zu unermesslicher Zerstörung fähig ist. Schicken Sie die Daten. Wir machen selbst eine Analyse. Wenn Liara recht hatte, können wir damit die Reaper aufhalten. Hoffentlich. Kaidan wurde verletzt. Wir bringen ihn zur Citadel. Das tut mir leid, Shepard. Aber wir wissen beide, das ist erst der Anfang. Reden Sie mit dem Rat. Zeigen Sie ihnen Ihren Fund. Mit etwas Glück bekommen Sie die nötige Hilfe. Und wenn nicht? Tun Sie alles, um sie an Bord zu holen. Ich melde mich. Hackett Ende. Commander. Edie extrahiert Daten aus der Cerberus-Maschine. Bis wir die Citadel erreichen, liegen uns Details vor, die wir dem Rat präsentieren können. Gut. Und Kaidan? Ich habe getan, was ich konnte, aber wir müssen ihn rasch in eine medizinische Einrichtung bringen. Der Admiral hat recht. Es wird schlimmer, oder? Ja, außer wir halten die Reaper auf. Den Daten nach könnte diese Waffe die Antwort sein, falls wir sie bauen können. Aber ich spüre, dass sie nicht daran glauben. Das ist irgendwie schwer zu glauben. Sie haben nicht gesehen, was sie mit der Erde gemacht haben. Wie soll eine Waffe sie aufhalten? Welche Optionen haben wir? Sie wissen, dass wir konventionell nicht gewinnen können. Ja. Commander? Ist es nicht zumindest den Versuch wert? Ich sehe mal nach Kaidan. Wir müssen bereit sein, unsere Funde dem Rat zu präsentieren. Der Rat wird bestimmt einsehen, dass er helfen muss. Wenn nicht, wird das ein verdammt kurzer Krieg. Hat ja bisher noch nie groß geholfen. Ja, hier dieser Teil, was? Einen Puls. Abtransport. Wohin bringen Sie ihn? Huerta Krankenhaus. Das Beste auf der Citadel. Kommen wir nicht mit? Wir müssen unbedingt zum Rat. Stimmt. Sieht aus, als will da jemand zu Ihnen. Commander Shepard. Ich hörte von Ihrer Ankunft. Ach. Captain Bailey. Schön, Sie wiederzusehen. Sie auch. Aber es ist jetzt Commander. Glückwunsch. Ah, danke. Ich muss mich jetzt mit Politikern herumärgern und Abgesandte eskortieren. Willkommen im Club. Nichts für ungut. Schon okay. Sind Sie hier, um uns zum Rat zu bringen?
Ich soll Ihnen sagen, dass der Rat Sie erwartet, aber mit eigenen Problemen beschäftigt ist. Wegen des Krieges und so. Sie bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Bla, bla, bla. Sie treffen Sie in Odinas Büro, wo Sie bald sein werden. Okay. Sie hätten vorher noch Zeit, ins Krankenhaus zu gehen und dort den aktuellen Stand zu erfragen. Ja. Das mache ich vielleicht. Nur zu, ich gehe schon mal vor zu Odinas Büro. Einer meiner Männer führt Sie hin. Sie? Ich bin heute nur Tourist und versuche, keinen Ärger zu machen. Commander, wir haben ein Problem in den Botschaftsquartieren und könnten Ihre Hilfe brauchen. Ich komme sofort. Das gehört auch zum Job. Wir sehen uns dann, Shepard. Sicher. Okidoki. Oh, Mappy Map. Sicherheit. Passagierlounge. Schau mal die Luftschleuse. Aussichtsdeck. Ja, super. M und V ist hier das gleiche. Okay, okay. Naja, ich schaue mich hier mal was um und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.